Hä? Moment mal. Wollt ihr mir erzählen, eine leere Dose vergammelt? Eine leere Dose vergammelt? Hä? Wie? Okay. Ist die biologisch abbaubar, ja? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Stationeers in einer neuen Version. Und zwar gibt es eine neue Version vom Spiel mit neuem Inhalt und zwar das Spoiler Alert Update. Ja genau, es ist jetzt so, dass Nahrung vergammeln kann. Spoilen sozusagen, deswegen Spoiler Alert Update. Spoiler Alarm, es gibt jetzt Spoiler. Ganz viel Spoiler gibt's hier jetzt. Ihr seht es da unten unter der, also hier, das ist ja die Nahrung, die ich hier markiert habe. Das ist diese Kartoffel, glaube ich. Genau. Und da steht jetzt, wird in 5,5 Stunden vergammeln. Oh Gott, das geht voll schnell. 6,9. Die Kartoffel, die Rohkartoffeln. Ach, oh Gott, ich glaube, wir müssen schnell was dagegen tun, dass das vergammelt. Zum Glück, meine lieben Freunde, ist es so, dass wir einen Kühlschrank bauen können. Und da muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich packe jetzt mal hier schnell den Schalter erstmal in den Schrank. Ich muss jetzt mal schauen. Ich habe mich nicht belesen, wie der Kühlschrank funktioniert. Ich habe mich nicht gespoilert. erstmal so gucken. Bestimmt im Electronics Printer, oder? Schauen wir mal. Ein Refrigerator wäre das ja dann, ne? Fridge Item Kit Fridge Small. Ja, Small. Wir brauchen vielleicht einen großen. Fridge Big. Brauchen wir denn da? Kupfer, okay. Schnell mal Kupfer ausgeben. Hier ist Kupfer noch drin. Ich ziehe mal hier das Hebelchen. Ah ja, ich muss das auch anmachen. Und dann nehmen wir mal das Kupfer. Da ist es. Und schieben es mal hier rein. Wir nehmen das Kupfer und schieben es woanders hin. Dann machen wir den Hebel wieder zu. Und packen das hier wieder rein. Genau, Ordnung muss sein. Ich muss ja sagen, es ist jetzt schon eine ganze Weile wieder her, dass wir Stationeers jetzt gespielt haben. Es kam ja Update 4 zu Satisfactory. Wenn ihr das nicht mitbekommen haben solltet, dass es ein neues Update zu Satisfactory gab, schaut auf jeden Fall da auch mal rein, wenn ihr das nicht schaut. Denn da gab es auch viele coole Sachen. Drohnen zum Beispiel, die Material transportieren können. Oder neue Kernbrennstäbe und sowas alles. Da gab es richtig viel neuen Content. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr Stationeers feiert, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Denn dann weiß ich, dass ihr das feiert. Und der Algorithmus weiß es auch. Und das ist ja auch immer sehr wichtig, dass der Algorithmus das weiß. So. Kühlschrank, meine lieben Freunde. Fritz Spick. Ich bin jetzt mal gespannt, ob man im Kühlschrank, um den zu betreiben, ob man da jetzt auch, ja, Gase reinfüllen muss, ne? Es ist auf jeden Fall ein Rohrpäckchen da noch dran an dem Kühlschrank-Dings. Oh Gott, der ist wirklich groß. Passt der überhaupt woanders noch hin? Also hier passt er schon mal nicht noch. Hier, warte mal. Nee, also so, man kann ihn zwar platzieren, aber ich meine, ich könnte ihn natürlich auch hier einfach reinbauen. Hier ist die Decke zu niedrig, da wird das, glaube ich, nichts. Aber hier in dem Zwischenraum. Okay, da ist jetzt natürlich dieser Schrank mit dem anderen Kram. Ich meine, das kann ich natürlich ja eigentlich wegmachen. Huch. Warte mal. Ja, genau. Lass das mal da liegen, genau. Aber wie komme ich nochmal in mein Inventar? Warte mal, ich musste Alt gedrückt halten. Genau, musste dann irgendwie hier die Sachen aufmachen. Gott, das ist ganz anders als in Satis. Ich muss kurz mal ein paar Sachen weglegen jetzt. Wir müssen das mal schnell mal umorganisieren hier alles. Das tut mir leid, aber das ist leider jetzt wichtig, dass wir das mal machen. Was waren das Sorte? Ach ja, stimmt. Ich wollte ja da die automatische Farm bauen. Warte mal, die Kabel können wir behalten. Die brauchen wir wahrscheinlich eh gleich. Hatte ich nicht noch mehr Platz? Ah ja, hier, was war das? Kit Logic? Nee, Logic legen wir mal jetzt auch weg. Logik brauche ich jetzt gerade nicht. Ich mache das jetzt unlogisch. Ich mache das jetzt logikfrei. Logikbärfreiheit mache ich das. Jetzt schiebt man das noch dahin. Und haben wir da noch Platz? Nee. Da noch Platz. Hier, schiebt mal die Kabel da rein, genau. Weil dann kann ich nämlich den Platz hier oben schön ausnutzen. Dann mache ich jetzt mal diesen Schrank leer, baue den ab. Und dann bauen wir hier nämlich an die Stelle einfach den Kühlschrank. Würde ich sagen. Guck mal, ist noch die Knarre drin. Ich habe immer noch keine Aliens gehabt übrigens, ne? Muss man auch mal sagen hier an der Stelle. K.
Carbondioxid. Ach ja, das war ja hier mein Müllschrank, genau. Wir können ja so ein. Wir können ja nur die Hälfte nehmen eigentlich. Warte mal, das ist ja hier leer, das kann ich ja gleich schreddern. Wir können ja nur die Hälfte eigentlich auch nehmen, theoretisch, von dem Schrank. Man kann ja auch einen kleinen Schrank setzen. Packt mal jetzt mal hier einen Schrank rein. So, auch die Computerchips, die Leitern und die Knarre packe ich jetzt mal hier rein. Also wenn wir eine Knarre brauchen, hier im Schrank ist eine. In der Panik, wenn doch mal irgendwie Aliens auftauchen, werde ich das wahrscheinlich sowas von nicht auf die Kette kriegen. Okay, das müssen wir mal kurz im Inventar behalten. So, wie baue ich das Ding ab? Mit einem Bohrer, glaube ich. Ja, genau. Deconstruct. Gib mir das. So, und genau, wenn wir jetzt den kleinen Locker bauen, dann haben wir doch da noch genug Platz für den Kühlschrank daneben, oder nicht? Wie konnte ich das nochmal drehen? Mit C. Warum kann ich das jetzt nicht setzen? Also, ach so, da war ein Kabel da unten. Ah, shit. Da muss ich, glaube ich, die Bodenplatte auch nochmal wegmachen. Weil, ja, weil halt. Aber wie mache ich das nochmal? Mit welchem Werkzeug? Mit dem hier? Ah ja. Wall flat. Ich hoffe, da ist, da müsste eigentlich ein Boden noch drunter sein. Ja, okay, gut. Alles klar. Und das ist was? Angle Grinder, ach ja. Das war ja mit den vielen Werkzeugen. Das ist ja komplett das Gegenteil von Saatis. Weil man da einfach zig Werkzeuge für dieselbe Sache braucht. Okay, warte. Gib mir das. Die Zeit arbeitet übrigens gerade massiv gegen uns. Wie rum ist der denn richtig? Ich sehe nicht mal, wo da vorne und hinten ist. Okay, so nicht. So nicht. Wo ist denn da die Tür? Warte mal. Ach, die Tür ist da. Okay, warte, dann muss die Anschlüsse nach hinten. An die Wand. Warum kippt er denn das dann? Er soll das so drehen, dass das hinten ist. Die Anschlüsse. Ha, was? Wo bin ich jetzt? Ach so. Ich bin an die Leiter gelaufen. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Das ist richtig. So muss es sein. Mach es mal so. Das Placement von den Objekten ist auch schon ziemlich kompliziert an sich. Okay, so klappt das aber. Okay, ist es jetzt aber angeschlossen? Ich mach mal hier. Die Wand ist ja nur. Das ist ja nur eine Wand. Die Wand ist ja nur eine Wand. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Crowbar required. Genau, so war das ja. Ich muss ja die Kabel setzen. Dahin. Guck mal hier, wir müssen hier mal abzweigen. Habe ich eigentlich noch schwere Kabel? Irgendwo? Vielleicht hier in meiner Tasche irgendwo? Nee. In meinen Schuhen? Nee. In meinen Schuhen ist nichts. Sind das hier nicht die Kabel? Warte mal, steck mal die Crowbar weg. Nicht, dass ich hier noch aus Versehen irgendwas... Cable Coil 9. Ach nee, das sind einfach nur normale Kabel, aber die sind grau gefärbt. Nee, ich glaube, wir haben gerade keine Kabel. Da muss ich mal schnell welche machen. Ich brauche ja nicht viele. Ich brauche ja nur zwei oder so. Warte. Cable. Wo sind sie denn? Cable. Hier. Cable Coil Heavy, genau. Ja, so viel Kupfer ist halt auch nicht mehr am Start. Und da müssen wir mal sammeln gehen. Es gibt jetzt auch im neuen Update nicht nur Kühlschränke und Vergammelung von Lebensmitteln übrigens. Es gibt jetzt auch Gasförderer automatische. Vorher gab es ja nur Minen, jetzt gibt es Gasförderer irgendwie. Also ganz viel Zeug, was wir ausprobieren. Und neue Raumschiffteile irgendwie gibt es auch. Also man kann sich jetzt auch Raumschiffe bauen. Also noch mehr als vorher schon. So, warte. Genau, gib mir mal hier die Kabelklemme. So, und jetzt machen wir mal hier erstmal das richtige Ding auswählen. Ich brauche diese T-Kreuzung, die auch so zur Seite noch weggeht. Die hier, genau, die brauche ich. So brauche ich die, genau. Guck mal, dann können wir das nämlich so machen. Weil da oben geht, glaube ich, noch eine Leitung nach oben zum Licht irgendwie. Hier ist jetzt auch... Okay, warte mal, hier ist jetzt das Licht aus. Okay, nee, ist alles noch am Start. Huch. Habe ich wohl weggeschmissen. Okay, egal. Jetzt mach da mal... Ach, kann ich nicht. Okay, warte. Ich muss noch mal Kabel drucken. Go, go, Kabel. Machen wir mal gleich drei oder so noch.
Das geht ja gerade noch vom Material her. Gold brauchen wir auch wieder. Ja, wenn man halt große Flächen verkabelt, ne, das geht ja halt total in die Ressourcenkapazität. Kapazität. Ich bin auch so eine Kapazität, kann ich euch sagen. Ich bin eine Kapazität auf diesem Gebiet der Ressourcenverschwendung. Jeder, der Sartes gesehen hat, weiß das. Oder Factorio. So, genau, macht das mal so. Und dann haben wir beide Anschlüsse dran. Der Logikanschluss. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden welcher ist, deswegen habe ich jetzt beide angeschlossen. Und jetzt kann ich den Fridge aufmachen. Und der funktioniert jetzt? Ist der jetzt an? Läuft der jetzt? Der müsste ja eigentlich dann die Umgebungsluft abkühlen, oder? Wenn ich den offen lasse. Ich hole mal ein bisschen was, ne? Ich hole mal hier so Zeug, was wir da mal reinmachen können. Irgendwas, was am schnellsten vergammelt. Kühlschrank offen lassen ist übrigens nicht gut. 6,6 Stunden. 13 Stunden. 5 Stunden. Okay, die Kartoffel. Ich schnapp mir gleich mal was. Ich muss ja gleich essen. Rein in den Kühlschrank. Die sieht schon so siffig aus. 17 Stunden. Okay, der Kühlschrank verhindert es nicht, dass Dinge vergammeln. Oh, ach, das ist auf Null. Guck mal, das ist Müll. Das können wir gleich mal hier in die Ecke werfen. Hä? Moment mal. Wollt ihr mir erzählen, eine leere Dose vergammelt? Oder ist die nicht komplett leer? Ja, eine leere Dose vergammelt. Hä, wie? Okay. Ist die biologisch abbaubar, ja? Sehr gut. Ja, das war gut. Ich bin mal gespannt. Ich will die Dose mal beobachten. Ich will wissen, was da passiert, wenn der Timer abläuft. Hier, wir müssen das Korn müssen wir retten. Das übt jetzt natürlich schon wieder ein bisschen mehr Druck aus, ne? Vorher konnte man ja die Nahrung horten, wie man lustig ist. Da hat man ja nicht drauf achten müssen. Jetzt muss man drauf achten, ne? Jetzt kann man nicht einfach sagen, ach ja, jetzt habe ich ja hier Mais und jetzt mache ich noch mehr Mais und noch mehr Mais. Jetzt muss man auch ernten, weil irgendwann ist ja dann das weggegammelt. Das heißt, du musst ja dann immer wieder für Nachschub sorgen, theoretisch. Ich frage mich jetzt halt, was länger hält. Das frische Essen? Also wenn ich das als frische Kartoffel in den Kühlschrank packe oder die verarbeitete? Der Weizen hält so auch schon ganz schön lange. 45 Stunden. Sind das eigentlich... Ja, was für Stunden sind das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Sind das eigentlich Ingame-Stunden? Oder sind das Real-Life-Stunden? Wenn das Real-Life-Stunden sind, ist es natürlich sehr viel, ne? Da müssten wir einen ganzen Tag spielen, bevor das weggegammelt ist. Ist jetzt die Frage, auf was bezieht sich Stunden? Aber da müsste es ja eigentlich... Warte mal. Wenn das Ingame-Stunden wären, dann müsste es ja schon quasi, wenn die Sonne wieder aufgeht... Also, ja, müssten ja die Sachen, die nur 10 Stunden halten, müssten ja dann schon vergammelt sein. Also zum Beispiel die Dose. Aber nee, das glaube ich nicht. Das sind Real-Life-Stunden, glaube ich. Das sind Real-Life-Stunden. Machen wir mal die Tür zu. Nice. Was ist... Warte mal, jetzt will ich mal... Ich will mal was prüfen. Moment. Wenn ich den Kühlschrank ausschalte... 5 Stunden. Okay, gut. Alles klar. Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist, vergammeln die Sachen schneller. Ich wollte es nochmal überprüfen. Genau. Nice. Wir haben einen Kühlschrank. Einen funktionierenden. Nice. Und der leuchtet der eigentlich auch, wenn man den nachts aufmacht? Das hat man in dem einen Thumbnail gesehen. Warte mal. Ich mache mal hier das Licht aus. Und mein eigenes Licht leuchtet noch. Warte mal, das mache ich auch mal aus. Ich will es mal prüfen. Moment. Er kennt das nicht, nachts an den Kühlschrank gehen und einfach mal plündern. Warte, ich muss eh die Batterie mal rausnehmen. Was ist, wenn ich jetzt den Kühlschrank aufmache? Okay, nee, er leuchtet nicht. Ich bin enttäuscht. Scheiße, warte. Ich muss kurz... Genau. Jetzt nimm das ins Inventar und mach die Lampe wieder an. Sehr nice, okay. Zumachen. Kühlschrank offen lassen ist nie gut. Also man braucht schon mal kein Gas, was man da irgendwie reinlegt. Hätte ja sein können, dass man vielleicht irgendwie Chemikalien erzeugen muss, ne, um den Kühlprozess irgendwie am Laufen zu halten. So ist es ja im Endeffekt beim Kühlschrank. Es sind ja auch Chemikalien drin, die das kühl halten, dann irgendwie, die Kühlung in Gang setzen. Irgendwie so ähnlich. Genau. Auf jeden Fall läuft das. So, jetzt muss ich den Müllschrank wieder hinbauen. Und dann gucken wir mal, was noch so neu ist. Würde ich sagen. Gibt es da bestimmt noch andere Sachen. Guck mal hier. Genau. Wenn wir das so machen. Ja. So. So. Dann haben wir neben dem Kühlschrank gleich noch einen normalen Schrank, der nicht kühlt.
Und den Schrank, den ich dabei habe, den packe ich jetzt einfach mal woanders hin. An sich können wir ja auch eigentlich mal da in die Ecke noch einen Schrank bauen. Was soll der Geiz? Ist das vorne? Oh, warte. Was ist das? Shelf Medium. Das ist neu, glaube ich, Shelf Medium. Das gab es vorher nicht. Es gab vorher nur Shelf und locker Small. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, schön in die Ecke. Läuft. Ah ja, genau, Müll weglegen, warte. Und hier wieder die Sachen hinbauen. Mensch, Spielbär, du kannst auch den Boden nicht aufgerissen lassen. Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Aber wie habe ich das nochmal gemacht? Warte mal. So. Ich muss erst mal wieder lernen, wie man baut in dem Spiel. Das ist alles schon wieder so ein bisschen lange her. Wall Large Panel. Nee, warte mal, war das jetzt nicht vielleicht eher da? Was brauche ich denn, um das zu machen? Iron Sheets required. Angle Grinder. Warte mal. Iron Sheets sind das. Ach ja, das konnte ich mit meinen Händen machen. Ich erinnere mich. Jetzt ist da so ein. Ja, das ist eigentlich gar nicht so doof, wenn da so ein Rahmen drumherum ist. Dann sieht man wenigstens, wo man stehen muss, wenn man nachts den Kühlschrank aufmachen muss. Sehr gut. So, was haben wir denn noch Schönes Neues jetzt? Guck mal nochmal nach. Haben wir denn hier jetzt auch diesen Gasförderer? Ich möchte das gerne mal schnell ersuchen hier. Mal ganz schnell. Schade, dass man jetzt nicht nach neuen Items einfach mal schnell filtern kann. Autolatte Printer, Battery Cell, Nuklear. Das kennen wir alles. Electronic Printer Mod, Item Sound Cartridge. Das ist neu. I shit you not. Sound Cartridge Synth. Stimmt, es gibt jetzt auch einen Sequencer im neuen Update. Man kann jetzt, glaube ich, so Musikanlagen bauen tatsächlich. Rover, Silo, Solarpanel, Upright, Windturbine. Das ist alles nicht neu. Autominer Small. Small? Autominer Small? Den gab es vorher, glaube ich, nicht. Wie teuer ist denn der? Es gibt den Autominer vorher, aber es gab nicht den Small. Pipebänder haben wir schon. Musikmaschine! Amy. Lass mal die Musikmaschine machen. Guck mal, die ist nicht teuer. Wie geil! Stopp! Okay, Moment. Musikmaschine. Nee, warte mal, wo bauen wir die denn hin? Warte mal, hier in unseren Wohnraum würde ich die jetzt mal bauen. Wie viel frisst eigentlich der Kühlschrank an Strom? Wie sieht es denn hier mit der Stromversorgung aus? Oh, orange. Naja, mal gucken. Mal schauen. Hier, ich mach die jetzt hierhin. Ach du meine Güte. Warte. Ich nehme die nochmal ab. Das ist jetzt doch irgendwie ein bisschen groß. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum ist denn das jetzt so eine Werkzeugtasche? Kit Debug. Oh. Ich glaube, da ist was schiefgegangen. Beim Abbauen. Ich glaube, das soll so nicht sein. Ich hab's in eine Tasche verwandelt. Ich hätte es nicht abbauen dürfen, glaube ich. Kann ich es wieder reinstecken? Nee, ich muss es, glaube ich, jetzt schreddern. Das ist jetzt, glaube ich, Schrott. Scheiße. Okay. Also merken, nichts falsch machen. Mach das mal auf. Genau, schön schreddern. Da ist es. Jetzt wollte ich das in den Kühlschrank packen. Schön den Schrott in den Kühlschrank packen, ja. So, machen wir nochmal so ein Ding. Wir haben jetzt zum Glück noch ein bisschen Material. Einmal kann ich noch. Also richtig drehen und dann platzieren. Na toll. Da sind wir mal gespannt. Aber das sah mir jetzt mehr so aus wie so ein Kontrollpanel irgendwie. So, jetzt drehen. Hä? Was? Given key was not present in the dictionary. Okay. Device LFO Volume. Passiver Lautsprecher. Stoppuhr. Logiksequenzer. Was? 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 Ich glaube, ich kann mir eine Disco zusammenbauen jetzt. Das ist ja krank. Das ist ein Lautsprecher. Guckt mal.
Das ist meine Boombox. Das ist die Boombox of Doom. Der Boom Doom. Geil. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das in Betrieb nehme. Toll, jetzt hat mir hier die Debug-Kiste hier, hat mir jetzt hier lauter Nachrichten geschickt. Hilfe, Hilfe! Ja, lauter Fehler. Okay, also das neue Update scheint noch ein bisschen fehlerhaft zu sein mit den Inhalten. Also es liegt auch daran wahrscheinlich, dass ich das mit einer alten, also dass ich das auf einer alten Version begonnen habe, den Spielstand. Das kann durchaus damit zusammenhängen. Rocket Ore Mining Module. Automated Rocket Salvage. Das sind, glaube ich, die neuen Module hier. Ore Mining, Ice Mining. Ich glaube, das sind die neuen Rocket Module. Computer, haben wir schon. Elevator, Flashing Light. Ich gucke gerade, ob noch irgendwas neu. Command, Cargo, Rocket Engine. Ja, das sind die, die man bisher bauen konnte, die Raketenteile, genau. Das müssen wir auch mal machen. Aber es kostet so wahnsinnig viel Ressourcen halt. Da müssen wir auch nicht farmen, meine lieben Freunde. Farmen. Triggerplatte. Vending Machine. Achso, das war ja das Ding. Ich habe, glaube ich, im Titel-Teaser von dem Update habe ich, glaube ich, auch eine, wie nennt man das? So eine Snackmaschine gesehen, warte mal. Snack. Vending Machine, die hatten wir ja schon. Das ist ja nicht das. Mach das mal aus. Was ist denn hier an der Latte eigentlich? Ach ja, meine Latte ist ja nicht mehr hier. Meine Latte ist jetzt ja woanders. Moment, das muss ich. Ich muss mich hier durchbegeben. In den anderen Raum. Wo meine Latte steht. Hier. Auf der stillen Treppe. Moment. Hier müssen wir machen. Können wir gleich mal gucken, ob da was Neues. Was haben wir denn hier Schönes? In der Latte ist eine Crate MK2. Kommt mir auch nicht unbedingt bekannt vor. Respawn. Arc Furnace. Arched Wall. Beds. Chairs. Tools. Cladding. Cladding. Das kommt mir auch nicht unbedingt bekannt vor. Grating. Furniture. Railing. Sign. Das ist, glaube ich, neu. Ich glaube, Zeichen gab es vorher nicht. Stacker, Sorter, Tool Manufacturing, Cable. Nee, das sind alles nur Strukturen zum Bauen, genau. Nee. Das ist nicht neu. Ja gut, da haben wir noch nichts dran gemacht. Ach so, wie geht's eigentlich meinem Lichtbogenofen? Haben wir eigentlich was wir noch schmelzen können? Weil wir haben ja ganz viel Kupfer hier. Können wir jetzt nicht einfach mal schnell mal durchrödeln lassen? Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Lass mal schnell das Kupfer noch durchrödeln, solange da noch Druck ist. Dann haben wir wieder ein bisschen Kupfer. Rein damit. Sehr schön. Oh, ich muss noch anschalten, ne? Hebel ziehen. Yes. Nice. Haben wir wenigstens das. Haben wir wenigstens eine Sache gekonnt. Vielleicht auch gleich noch ein bisschen Gold, tatsächlich. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, irgendwas sagt mir, dass ich das für irgendwas aufgehoben habe, das Gold und das Kupfer, um irgendeine Legierung zu machen. Aber scheiß drauf, ich habe das eh wieder vergessen mit den Legierungen. Das habe ich eh alles schon wieder veralzheimert, welche Legierung wie gemacht wurde. Da muss ich eh nachgucken. Weiß ich jetzt gar nicht. So, egal. Brauche keine Legierung jetzt. Ich muss nur Gold und Kupfer reinstopfen. Dann können wir nämlich wieder die Sachen machen. Elektronische Sachen. Nicht wahr? Ach, es ist irgendwie wieder cool, in Stationeers unterwegs zu sein. Wenn ich doch nur wieder mehr im Kopf hätte von dem Spiel. Ich habe leider das meiste schon wieder so vergessen. Weil es schon wieder, ja, ist schon wieder 3 Wochen her oder so, ne? Ist schon krass lange her wieder. Weiß gar nicht, wie lang. So. Jetzt haben wir da wieder Zeug drin. Genau. Habe ich eigentlich, wie sieht eigentlich meine Anzugenergie aus? 84, warte mal da. Dann nehmen wir gleich mal die Frische rein. Wie sieht denn hier allgemein die Temperatur in dem Raum aus?
25 Grad, 26. Lass mal wieder die Klimaanlage noch mal einschalten. Habe ich eigentlich noch Sauerstoff? Oh, da ist nicht mehr viel drin. Warte mal. Ja, ist okay. Alles gut. Da ist er wieder. Alles gut, alles gut. Er ist wieder da, er ist wieder da. Ich würde jetzt noch mal gucken. Gasförderer. Ich gucke jetzt hier noch mal rein, ob hier noch was Neues ist. Es gab so einen Gasminator irgendwie. Der hieß auch direkt irgendwie Gas. Nee, nicht Kanister. Nee, nee. Ich muss hier noch mal gucken jetzt. Oder war das dieses Modul von der Rakete? Warte mal, Gas. Automated Rocket Gas Mining. Gas Fuel Generator. Ich glaube, das war das Ding. Automated Rocket Gas Mining Module. Hä, kann dann meine Rakete Gas fördern oder was? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Wie funktioniert das eigentlich mit den Raketen? Muss ich da. Da muss ich doch bestimmt irgendwie erstmal eine Startrampe bauen. Warte mal. Launchpad, guck mal. Hatte ich das nicht sogar schon gemacht? Inconel brauchen wir dafür. Warte mal. Hatte ich schon ein Launchpad eigentlich? Airlock. Sorter. Ich hatte irgendwas schon in der Richtung. Hatte ich, glaube ich, schon gemacht. Airlock Gate. Das ist der Rover. Okay, scheinbar nicht. Habe ich den Inconel dabei irgendwo? Also habe ich das irgendwo in einer der Gerätschaften? Hier scheinbar nicht. Ja, dann wird es, glaube ich, eh schon eng. Iron, Silikon, Konstantan. 25 Inconel, verdammt. Was ist denn nun wieder Inconel? Ich werde wahnsinnig. Wie sieht es eigentlich genau? Warte mal, wie sieht es eigentlich mit der Vergammelung aus? 13,3 Stunden. Ich sag doch, das sind Real Life. Das sind Real Life Zeiten. Also Real World. Also so wie wir halt in der Realität Zeit haben. Nicht so wie die Spielzeit im Spiel. Spielzeit. Versteht ihr, ja? Ihr versteht das. Ihr versteht mich. Hier ist auch kein Inconel. Hier ist sowieso nichts drin, okay. Inconel, jetzt muss ich mal nachgucken. Oh Gott, wie kam man nochmal in diese Wiki rein? Hier war F1. Ja, genau, guck mal. Oh, da haben sie jetzt auch farblich das gemacht. Guck mal. Ingots. Inconel. Hat mir das nicht schon gemacht, Inconel? Habe ich schon wieder verbraucht für irgendwas. Gold, Stahl und Nickel. Das ist bestimmt wieder mit der Temperatur total der Hassel. Ich glaube, das hebe ich mir mal auf. Warte mal, Gold, Stahl. Haben wir überhaupt Stahl? Ich glaube, das hebe ich mir aber mal gedanklich auf. Weil, das werde ich wahrscheinlich einfach mal in dem Stream machen. Dann können wir wieder lustig, launig die Base in die Luft sprengen, während ich vergeblich versuche, die Legierung herzustellen. Ich dachte aber, ich hätte Inconel schon mal gemacht. Ich glaube, das war gar nicht so wahnsinnig schwer. Kann durchaus sein. Cancel mal die Pressure. Genau. Ich gehe jetzt nochmal los und farme jetzt nochmal, würde ich sagen. Muss noch mal gucken, wo ist eigentlich mein Bohrer abgeblieben? Habe ich den nicht hingepackt? Mein Drill. Ist da eigentlich noch genug Strom drin? Ja. Sehr gut. Dann lasst uns mal losgehen. Oh, ich hänge fest. Solange es noch hell ist. Das war nämlich immer ziemlich schnell dunkel geworden hier in dem Spiel. Ich kann mich erinnern, dass das immer sehr, sehr schnell ging. Vergammeln eigentlich die nicht geernteten Pflanzen auch? Da hätte ich jetzt vielleicht nochmal gucken sollen, ne? Weil das wäre schon irgendwie ganz wichtig, die Info, mal zu wissen, ob die Pflanzen auch vergammeln. Weil wenn die Pflanzen nämlich auch vergammeln, wenn sie noch eingepflanzt sind, dann habe ich ein Problem, glaube ich. Dann muss ich die nämlich jedes Mal wirklich safe ernten. Wenn die allerdings dann nicht vergammeln, dann wäre es natürlich auch einfach erstmal schlau, vielleicht die einfach erstmal drin zu lassen und noch nicht zu ernten. Was zur Hölle ist das? Blei. Brauchen wir Blei? Was brauchen wir nochmal für Inconel? Gold, Stahl und Nickel. Okay, Stahl. Also Eisen und Kohle. Eisenkohle. Lasst uns mal Eisenkohle holen. Ist das da Eisen? Ich glaube, ja. Ah, ja, der Bohrer, der ging so richtig schön ab hier, der große. Nice.
Okay, Gas brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt erstmal. Obwohl doch, eigentlich schon. Aber ja, nicht unbedingt eigentlich. Eigentlich nicht schon. Gar nicht so viel am Start. Da. Wir haben hier schon ordentlich was weggezuzelt an Ressourcen. Wir waren schon ganz schön fleißig, ganz schön am Saugen waren wir hier. Hier ist noch ordentlich was. Nice, gib ihm, genau, sauber. Ja, dann machen wir Inconel. Das wird wieder sehr lustig, die Aktion mit Inconel herstellen. Und dann probieren wir mal dieses Launchpad zu bauen. Ich bin sehr gespannt auf das Launchpad. Ich bin generell mal gespannt auf die Mechanik mit den Raumschiffen. Ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen. Ist es denn, wenn ich dann starte, habe ich dann einen Ladebildschirm oder so? Und lande dann irgendwie, kriege dann eine Auswahl, wo ich hinfliegen will und klicke dann da an. Und wenn ich dann geladen habe, dann bin ich dann auf dem Planeten. Oder wie funktioniert der? Weil Himmelskörper in dem Sinne gibt es ja hier eigentlich nicht in dem Spiel. Da muss es eigentlich nur so eine Möglichkeit sein, die nächsten Planeten zu laden eigentlich. Würde ich jetzt vermuten. Die nächste Map sozusagen. Aus der Map heraus die nächste Map zu laden. Und dann so zu wechseln zwischen Maps. Maps. Das war's, was ich sagen wollte, genau. Was haben wir hier? Da ist auch mal Eisen. Wie viel habe ich denn jetzt? Die fetten Dings hier. Genau, ich habe knapp 3 Stacks. Warte, dann nehmen wir ein bisschen was mit. Aber es wird gerade dunkel. Ich würde gerne ungern, ja genau. Man merkt, dass ich das abends aufnehme, glaube ich. Ich bin schon nicht mehr so ganz knusper im Kopf. Ich würde jetzt ungern in einen Sturm geraten. Warte mal, ist das hier Kohle? Kohle habe ich eigentlich noch. Gott, wie schnell das geht. Es ist dunkel. Da leuchtet irgendwas da hinten. Was ist das? Das ist irgendwie Gold oder sowas, glaube ich. Weiß nicht. Okay, warte. Das ist Gold. Okay, ich muss mich ja nur Richtung 69 Grad bewegen, wenn irgendwas passiert. Dann komme ich zur Base. Das ist... Ach, Silber. Nee, Silber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das lasse ich erstmal hier liegen. Okay, zurück, zurück. Es ist dunkel, es ist dunkel. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Ich hasse das einfach. Development-Konsole. Ja, diese Development-Konsole ist ganz schön dominant gerade im Bild. Es tut mir leider etwas leid, aber ist leider so. Hier gibt es nochmal 4 Eisen. Jetzt bitte keinen Sturm. Am Ende falle ich hier noch in so ein Loch, was ich mir selber gegraben habe. Soll ich schnell nochmal gucken wegen Energie vielleicht? Das kann ich ja von innen. Müssen wir jetzt nicht von hier machen. Sind das irgendwie mehr Sterne geworden? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Vielleicht, ich bilde mir manche Sachen auch ein. Ich habe auch diesen Mandela-Effekt ständig, wenn ich solche Spiele nach längerer Zeit wieder spiele. Dann erinnere ich mich plötzlich ganz falsch an das Spiel und vermische das irgendwie im Kopf mit anderen Spielen. So dann alles eine Spielepampe im Kopf. Oh, ich habe die ganze Zeit das Ding angelassen hier. Schlampig, schlampig. Stromverschwendung. Ja, meine Batterie leert sich nämlich langsam. Aber sicher, das ist nicht gut. Drehen sich eigentlich da die Solarpaneele noch, wie sie sollen? Ja, tun sie noch. Die Logik funktioniert noch. Aber warum haben wir hier so wenig Energie in der Base? Das verstehe ich nicht. Der hat Kühlschrank, oder? Zieht der so viel Energie? Das muss man dann wieder auslesen wahrscheinlich am Stromnetz. Muss man dann wieder mit dem Tablet machen. Das ist ja hier alles so schwierig. Das ist nicht so wie bei Saatis. Du gehst einfach an die Anlage ran und es sagt dir, was es verbraucht. Nee. Warte mal, mit dem Network Analyzer müssten wir das aber eigentlich hinkriegen. Atmosphere Analyzer. Gib mir mal meinen Network Analyzer Chip. Schieb das mal weg. Atmos Analyzer. Eis. Hier Network Analyzer. So, guck mal. Wir müssen das mal analysieren jetzt. Vielleicht zeigt er mir das jetzt ja an, wenn ich das jetzt mache. Filtration, nochmal Ice Crusher, 100.000 Mal. Fritsch! Oh, 250 Watt, heiligst Blechle, alter Schwede. Ja gut, so ein Kühlschrank frisst Strom, das ist schon gar nicht so verkehrt eigentlich. Falsch ist das nicht.
Aber es ist ganz schön krass, wenn ich das mal sagen darf. Okay, wissen wir mal Bescheid. Sehr schön. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man es betrachtet. Und an der Stelle endet wieder diese Folge Stationeers im Chaos wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Stationeers, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.